Ich dachte, da wären mehr. Weißt du was, Erdnusschen? Als ich dich gesehen habe, wusste ich sofort, dass du jemand Besonderes bist. Jemand, der immer da ist und immer das Richtige tut, egal was passieren sollte. Das erkenne ich in anderen. Ich sehe ihre Risse. Es ist ganz einfach. Da scheint nämlich das Licht durch. Deshalb habe ich mich wohl auch in Astrid verliebt. Vergebung war nicht mehr möglich, sich am Ende nochmal zu verzeihen. Tja, mal um Vergebung zu bitten. Und der Typ war zu stolz, da einfach hinzugehen. Naja. Ha, Astrid. Sie war die härteste Nuss, die du dir vorstellen konntest. Da warst du aber auch. Aber auch aus ihrem Inneren strahlt dieses blendende Licht, diese Wärme und dieses Feuer. Ihr Lachen brachte Berge zum Beben. Und alle um sie herum waren glücklich. Sekunde, mir fällt gerade ein, ich habe den doch zum Abendessen eingeladen. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Softback, dass mit der nicht zum Abendessen kommt. Und alle um sie herum waren glücklich. Ich war glücklich. Ich habe immer so viel Zeit darauf verwendet, dass andere sich gut fühlen konnten. Habe Witze gerissen und den Clown gespielt. Aber in Wirklichkeit kamen sie nur wegen ihr. Wegen ihrer majestätischen, ruhenstrahlenden Seele. Ich darf kein Artus-Quest noch machen. Was soll ich das denn jetzt? Aber du, Bambina, du hast diesen Blick in deinen Augen. Der sanfte, mordsmäßige Ausstrahlung. Ich habe so viel von mir selbst in dir gesehen. Deine Courage, deinen Sinn für Humor, deinen Enthusiasmus. Ich weiß, dass du keine leichte Aufgabe hast, Leute am Ende ihres Lebens zu begleiten. Aber man gewöhnt sich dran. So etwas braucht man mehr als nur Mut, nämlich eine Seele aus Stahl. Aber hey, keine Sorge, du hast eine. Du hast eine Bambina. Selbst wenn du zweifelst, selbst wenn du nicht an sie glaubst, ich glaube sehr an dich. Ich glaube sehr an deine Stärke. Ich glaube an dich, Erdnüsschen. Jetzt und für immer. Und hey, falls du etwas brauchen solltest, werde ich nicht weit sein. Ich werde hier sein, direkt neben dir. Ich werde immer da sein. Immer. Denn davon bin ich überzeugt. Ich weiß, dass ich nicht so früh gehen sollte. Ich wäre gern länger geblieben. Das kannst du mir glauben. Hier, bei dir, Erdnüsschen. Versprich mir, dass du dich um Astrid kümmern wirst, wenn ich weg bin, ja? Und vermisse mich nicht zu sehr, in Ordnung? Das schaffe ich, nach der Aktion, die du zum Schluss gemacht hast. Ich hatte dich sowieso nie verdient. Aber ich hatte dich immer lieb und ich werde auch nicht damit aufhören, wenn ich nicht mehr hier bin. Wer dich wirklich liebt, verlässt dich nie ganz, weißt du? Das Leben ist schon verrückt, oder? Ein Wirbelwind, ein Beben, eine flackernde Flamme. Ich habe wirklich versucht, ein erfülltes Leben zu führen. Ich bereue nichts. Nicht mal das jetzt hier am Ende. Außer dass ich Astrid verlassen muss. Und dich, Stella. Ich wünschte, ich hätte dir weiter zusehen können, wie du aufwächst. Aber so ist das nun mal. Also gut, schenk mir einen für mich ein. In Ordnung. Ciao, Ben. Thank you.
Was soll denn das darstellen? Löwen. Aber weise, wurde die da gesprochen hat. Oh. Sind wir wieder hier. Das hatten wir zuletzt bei Gwen am Anfang. Bei der Summer hatten wir das nicht. Bei den anderen, die wir auch schon abgegeben haben, war es auch nicht. Na, da hinten, der Sternenhimmel. Langsam füllt sich der Sternenhimmel. Warte, ich muss mal gerade gucken. Da haben wir den Igel, stimmt, den haben wir schon zur Foto gemacht. Weiß nicht, was das da ist, der große Wagen. Oder haben wir den Löwen, Gwen. Das ist die Schlange dort. Was hatten wir da? Unter dem Gwen. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Noch schon einige. Das ist immer Freude gemacht. Das ist schon eine ganze Menge. Unserem Job gut nachgekommen. Wo geht's denn hier hin? Hoch hinaus. Kehrst nun zurück, Sehnenfährfrau, erniedrigt von deiner Verlegenheit, deine Verwirrung, deiner Furcht. Immer wieder rufst du mich bei meinem Namen, flüsterst denen, die zu verängstigt sind, sie zu hören, Echos meiner Essenz zu. Während du vor mir stehst, wird dein Herz von Zweifel überwältigt. Du möchtest bändigen. Du dienst. Und jetzt kannst du mich wirklich sehen. Du kannst sehen, was ich denen zufüge, die du liebst. All die Wege, die du gekreuzt hast, die Seelen, die du umarmt hast, ihre Leben mit deinem eigenen verflochten, ihre Gesichter, die in dein Gedächtnis gemeißelt wurden. Du hast dein Herz für das Leid anderer geöffnet. Und im Gegenzug erwärmt ihr Funke dein Herz und formt dein Schicksal. Jede Seele eine Erinnerung, jede Seele ein Leben. Was nähren sie dich? Ihre Mühen, ihre Sorgen, ihre Erinnerungen, deine Erinnerungen. Verabschieden sie sich oder verabschiedest du dich? Aber du bist noch nicht bereit, Stella. Und diese Seelen brauchen dich noch immer. Führe deine Aufgabe weiter aus, Seelenfährfrau. Bald wird deine Zeit kommen. Und wir werden uns erneut begegnen. Zum letzten Mal. Zweite Begegnung. Wir sind zum zweiten Mal des Tages. Wahrscheinlich 50% Marke. Die Couch. Der hat ja nie wirklich zu Hause gehabt. Hat mich auf die Couch gepennt.
Seelenblume. Und da wird es wohl gerade morgens. Ein Landhaus am Ort zu bauen, damit dann die nächste Seele an Bord kommen kann. Erstmal bin ich bei der Quest mit Arthur gespannt, ob das noch aufgeht. Liebe des Bauernhaus. Da brauchen wir noch so viel Material. Eschenbretter, Seidenstoff. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine durchsichtige Glasplatte mache. Bretter und Seinstück kriegen wir vielleicht hin. Nein, Nebel, nee, Seide habe ich auch noch nicht bekommen. Aha. Was ist gefunden, was dir vielleicht helfen könnte? Ich schieb das mit einer Sammlung. Älter Teppich als Gemälde. Aha. Seidenstoff weiß ich auch noch nicht, wenn wir das herkriegen. Irgendwo eine Raupe begegnen und Seidenstoff schwimmen kann. So. Dann sagen wir. Kommen wir hier nach Norden. Wenn ich hierher gekommen bin, haben wir nicht an der Norddingens, an der Seenportal. Niki möchte Dekoration für unser neues Haus, das wird nicht billig werden. Stellt sich Forderung. Ja. Irgendwann mal dazu kommen sind, die Materialien zu holen. Warum denn wir stehen? Was ist los? Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Sollte ich traurig sein oder glücklich und wütend, kann spüren, dass er nicht da ist. Und gleichzeitig fühlt es sich auch so an, als sei etwas erfüllt worden. Abgeschlossen. Weißt du, was ich meine, Bildfang? Bin ich eine schlechte Person? Ist es in Ordnung, sich unter solchen Umständen befreit zu fühlen? Auf keinen Fall. Es tut mir leid, Stella. Ich möchte nicht undankbar wirken. Bin immer noch etwas aufgewühlt, aber nicht verloren. Mein, bist du hier bei mir? Das ist das Wichtigste. Mein Herz ist stärker, wenn du daran wohnst. Keine Marmung. Lasst Astrid die Leben voll ausrüsten. Aha. Stellen wir es an. Wir können interessante neue Orte reisen. Wie zum Beispiel den hier. Ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit muss ich viel über die Vergangenheit nachdenken. Plötzlich tauchen diese ganzen Bilder auf und wecken mich mitten in der Nacht. Ich denke an all die Grauen während des Kriegs, an all meine Freunde, die gestorben sind. Könnt ihr bitte nicht alle gleichzeitig auf mir landen? An die Freude bei unserer Befreiung. Und natürlich denke ich an die ganzen Kinder, die wir im Untergeschoss der Fabrik versteckt haben. Masu und ich. Ich war so jung, nur ein paar Jahre älter als die Kinder. 16 oder 17. Mir war nicht klar, was ich da tat.
ganzen Auswirkungen, ganzen Risiken. Mhm. Und ich war jung und sah keinen anderen Weg. Ich konnte die Kinder nicht ihrem Schicksal überlassen. Sie hatten solche Angst und waren so klein. Deswegen kannten wir fast alle ihre Eltern. Von denen kam niemand zurück. Im Jahrzehnt vom Krieg. Du musst alle Gerichte zubereiten und sie mir geben. Und jetzt Abend ist ein Beginn. Ja, ich arbeite dran. Arthur, ich arbeite dran. Ich habe noch keinen Thunfisch. Ich hoffe, den wirklich dort im Norden zu bekommen. Wo treibt sich Thunfisch normalerweise rum in Real Life? In kalten Gewässern? Das Wasser, was möglich ist. Ich kenne mich da so nicht aus. Das Minispiel zur Abwechslung. Da kommt es von ihnen. Das können wir mal gut für Bauarbeiten brauchen. Manche Sachen brauchen dafür, um durchzugehen, um groß zu werden. Weiter geht's. Einmal scheren. Der Löwe, den wir jetzt gegangen haben, das war immer der genervt hat. Immer beim Essen. Faul, fast, gib mir da mal bitte was. So viel Türk, haben wir das schon abgeliefert? Ich weiß nicht, wer das nochmal wollte. Ich muss direkt mitnehmen.
weiter geht's. Ja. Atombank. Und Regen hört nicht auf. Oh, gehören nur Äpfel. Mit der wachsen ist nur Birnen, da können wir was. Wenn wir was anderes pflanzen wollen, müssen wir einen neuen Garten machen. Oh, das ist eine Überraschung. Ja, damit. Okay. Heidelbeeren. Nö, jetzt nicht nochmal. Das hat man doch erst. Noch was. Kartoffeln. Und Kräuter pflanzen. So, wo wären wir denn? Gleich durchs Eis durch, dann ist es nicht mehr lang. Nur machen. Irgendwas kochen. Fleisch mit Zwiebeln. Warum nicht? Gleich da. Ui, das ist so tief gefallen. Dauert hier noch ein Weilchen. Oh, gleich da. Ich glaube, ich beobachte mal die Karte. Waren wir in dem Fischgebiet überhaupt irgendwann mal schon? Na toll. Jetzt kurz zum. Kurzer Ankunft. Und schlafen um eine Nacht.
So, was sollen wir tun? Für schon was? Was jetzt schaffen und genau. So ein Eintopf, den wir das gemacht haben, großartig. Mal panieren das Steak. Bestimmt hat man schon das Steak und dann raus. Schön besser mit den Pflanzen, auch wenn es kalt ist. Ein Thunfisch! Yay! Ich hab's schon. Ich wusste es. Oh wei, spannende Musik. Was soll man da nur tun, Fisch? Na komm, ich krieg ich. Mal schauen, wer am nächsten. Na komm. Das ist aber schwer zu angeln. Kommst du her? Ist ja schneller wieder weg, als man gucken kann. Ist unser Angel noch ziemlich schwach. Oh Kacke. So ein bisschen mehr durchhalten. Los, doch unsere Angel ist zu kurz. Sieht nicht wirklich nach Fortschritt aus. Mach schon so gut ich kann und so lange ich kann. Eigentlich hole ich mir. Weil das nie gehört. Sein, dass wir dann eine verstärkte Angel gebrauchen. Das wäre ein bisschen blöd. Keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Das scheint hier nicht wirklich was zu bringen. Sieht nicht nach großem Fortschritt aus. Na, wir haben jetzt schon mehr. Keine Ruhe. Ja, nice. Laufflossen, Flossen tun. Thunfisch-Tanaki. Sag mir nicht, da brauchen wir drei.
Rinderfondue. Ah, wird das nicht einer? Was brauchen wir für das Hühnchen? Schweinekoteletts. Aha. Mit der Lucky. Können wir jetzt Fischbraten. Schmissebauer Fettführer. Ah, und Lachs. Müsli. Joghurt, das haben wir auch noch nicht. Thunfisch, Tanaki, Thunfisch und herzhaftes Gemüse. Herzhaftes Gemüse. Haben wir doch bestimmt. Jetzt habt's Gemüse. Karotten. Warten mal ab. Mit Säge mache ich gleich weg. Weil wenn doch, dann müssen wir noch irgendwie. Müssen wir noch einen anderen fangen. Das ist nicht der richtige ist. Aber das Gemüse holen. So Mais pflanzen. Vielleicht ist es eine Kartoffel.